Wie geht's mit dem Stuhlgang? Alles gut? Weißt du, eine ganz kleine Sache, die ich dir sagen möchte, einfach nur so, ist, dass du hast mir sehr geholfen hier und du warst sehr auf meiner Seite und darüber bin ich dir sehr dankbar. Aber ich mag es nicht so gerne, wenn du dich, wenn wir zusammen sind, immer so irrsinnig dominant bist, wenn du sofort alles antwortest. Ich ziehe mich dann zurück, damit machst du mich unsicher. Wenn wir zusammen sind, wir sind auf Augenhöhe. Jeder hat seine Schwächen und seine Stärken. Aber warum sagst du mir das jetzt gerade? Weil ich die ganze Zeit drüber nachgedacht habe. Mhm. Weil mich das total beschäftigt, weil ich traurig darüber war, dass ich dann immer da stehe daneben und ich kann nicht einen Gedanken, zack, du bist einfach so schnell und so dominant. Ich kann aber nichts dafür, dass ich so schnell bin. Ich weiß, aber man kann doch auch haben sagen. Haben wir jetzt ein Problem oder nein, ich bin halt so eingeschüchtert von dir. Das möchte ich nicht sein, ja, wir Freunde sind. Ich nehme dich die ganze Zeit vor allem in Schutz und du bist von mir eingeschüchtert. Wie soll ich denn das verstehen? Nein, du bist einfach der King im Ring, das ist ja okay, aber die anderen Menschen. Ja, okay, danke, dann hast du mir jetzt ja genug gesagt, da reicht es mir auch für heute. Er zeigt hier so eigentlich nur diese geradeaus selbstbewusste. Und ich mag nicht, wenn er mit mir so ist, wie mit Menschen, die er nicht kennt. Sagen wir mal. Habt ihr keine Kleinigkeiten sagen? Du sagst mir doch auch Sachen. Guck mal. Wieso bist du so aggressiv jetzt? Sag mal. Ich gar nicht. Ich sag nur, ich akzeptiere und ich lerne von dir, dass du mir sagst, ich soll mich zurücknehmen, da hast du recht. Und ich darf dir doch auch mal was sagen. Ich meine, das ist gar nicht böse. Du bist halt sehr dominant. Ja, entschuldige, dass ich das bin, so bin ich halt. Dadurch, dass ich so schlagfertig bin und dass ich so dominant bin und gleich antworte, wirkt sie neben mir dumm. Das war die Aussage. Und sie ist nicht dumm, das ist nur, sie hat immer die Sorge, sie kommt bei den Leuten als schräg und als dumm an, weil ihr Sachen manchmal nicht einfallen, aber sie projiziert es auf mich. Die ganze Zeit denke ich immer, ich muss kämpfen darum, dass ich vielleicht zu Wort komme neben dir. Du bist einfach so. Und ja, dann sage ich in Zukunft nichts mehr, dann doch, kommst du zurück. Doch, es gibt doch ein Zwischending. Es gibt doch immer ja, Entschuldigung, ich habe das Zwischending schon gemacht. Ich bin ein Mann, der ein Imperium geschaffen hat, der hart kämpfen musste mein Leben lang. Und ich bin dominant. Und ich habe mich extrem zurückgenommen schon. Aber ich kann mich nicht so weit zurücknehmen, dass ich gar nicht mehr ich selbst bin. Sie hatte das Gefühl, was sicherlich auch nicht falsch ist, dass ich von meiner Art her oft recht dominant bin, aber ich kann mich jetzt auch nicht komplett verbiegen. Ja. Dann werde ich mir zu meinem Mund halten, sage ich nichts mehr. Nein. Ja, was ist noch mehr an mir zu kritisieren jetzt? Oder ist nein, das jetzt überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Ja, dann verstehe ich jetzt die ganze Geschichte nicht, aber okay. Es wird jetzt alles thematisiert und dann wird es gesehen über das Thema, warum ich so dominant bin. Und dann wird da jetzt eine Geschichte draus gemacht. No. Das ist keine schöne Art, da fühlt man sich zurechtgewiesen und das finde ich halt, finde ich nicht gut. Das macht man nicht, ja. Und dann ziehe ich mich auch ein Stück weit zurück, weil da habe ich keinen Nerv zu. Ja. Ich werde jetzt auch nichts mehr sagen und dann bist du mich sowieso erstmal los und dann hast du das Problem nicht mehr. Aber ist okay, du hast mir das gesagt, ist gut und weiß ich Bescheid. Ich glaube, dass ihn das getroffen hat. Ich glaube, er merkt es manchmal nicht. Weil er hat irgendwie wahrscheinlich so viele Verletzungen erlebt in seiner Kindheit, dass er reagiert mit Angriff, ist die beste Verteidigung. Das heißt, wenn er merkt, da könnte was kommen, bah, sofort dagegen. Und das möchte ich nicht. Ich mache nie wieder so ein Format. Nie wieder mache ich so ein Format. Treasured moments become lost treasures when you can't recollect. Aber ich hab dich lieb und ich werde immer für dich da sein. Ja.